Und da sind wir wieder. Und ja, Bossraum. Bossraum. Reingehen. What the fuck? What the fuck? Wie ist der denn hier reingekommen? Wie sieht das denn aus? Ich wollte eigentlich gar kein Deku sein. Wie, jetzt muss ich den befreien? Was? Ich muss meinen Endboss befreien? Das ist ja nun mal lächerlich. Und das ist jetzt ein Über-Mega-Techno-Stahl-Bulle-Kuh. Stählerner Albtraum-Goat. Jetzt? Hinterherrollen oder was? Oh, du fettes Vieh. Okay, jetzt, los, 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 los. Ich weiß ja nicht, ob es überhaupt was bringt, den jetzt hinterher zu rollern. Aber, ja, es bringt was. Autsch. Aber ich habe ihn schon ein bisschen hier getroffen. Ist auch nicht so schlimm, eine Fee haben wir auch noch, also. Und ouch. Kann man den Blitzen nicht ausweichen oder so? Das ist nämlich ziemlich lästig, einmal wieder umzufallen und so. Oh, diesmal hat er mich nicht getroffen. Weil der Kumpel wird immer schneller, hä? Ah ne, er wird bis einmal schneller und dann wieder ran. Wow. Hey, war das nicht überkrass? Das war doch über mega geil, oder? Guck mal, der Funk schon, also der hat schon Funken am Arsch. Hey, jetzt bleib doch mal stehen hier. What the? Jetzt Arschbombe! Bam! Bam! Wow! Ja, das ist mein Endboss, der richtig Spaß macht. Und oh, mit Bomben auch noch! Bam! 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 Jetzt bleib doch stehen, du! Das nenne ich mal eine explosive Angelegenheit. Ey, der macht so was von Spaß. Und wenn das wirklich alles war jetzt, was der so, ja, ich weiß, ich habe noch nicht besiegt. Aber wenn es jetzt wirklich alles war, was der drauf hat, wenn es der gesamte Bossfight war, wenn jetzt nicht noch irgendwas rauskommt, also dann würde ich sagen, ist Schicht im Schacht hier. Okay, ich muss jetzt noch ein bisschen den einholen, das ist relativ schnell geworden. Und ich schaffe das nicht. Ja, jetzt.
Ja, dann war das irgendwie ein sehr witziger. Alter, leck mich. Ein sehr witziger Bossfight, den mir zwar voll die Leben abgezockt hat, aber irgendwie trotzdem nicht schwer ist. Leben abgezockt, weil ich nicht aufgepasst habe, wie in der Schule. Hahaha, witzig, witzig. Nein, ich finde den klasse. Einfach aufpassen, wie man den fährt. Links vor rechts. Oder rechts vor links. Ach, mach. Voll. Komm, egal. Jetzt da. Bam. Bam, Mann. Los, renn, renn, renn und bam. Also, es ist echt fertig. Das war echt witzig. Muss ich sagen. Yeah! Ich find's klasse. Ich freue mich. Okay. Ein Herzcontainer. Yes. Kurzvermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Gurts gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Bams, Mann. Bams, bams, bams. Fasnacht beginnt sowieso. Oh Mann, jetzt kommen wieder die. Was seid ihr? Das hat ihr doch schon letztes Mal gefragt. Irgendwelche so eine Typen ohne Körper. Köpfe auf Beinen. Mit Händen. Mit großen Nasen. Und Blubberblasen. Wer hat diese Blubberblasen geblasen? Wächter. Wächter? Also seid ihr Schutzgötter. Deshalb wart ihr in den Tempeln. Aber warum seid sind die Schutzgötter? Was? Nein, warte. Warte, hörst du mir zu? Hey, warte! Warte doch! Ja, der hat uns jetzt echt viel erzählt. Tanz, 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 Tanz. Wow, wow, es wird Sommer. Es wird Sommer. Wasser Skifahren. Na, 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 na. Oh, oh, oh. Oh. Na, 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 na. Und das ganze Eis schmilzt und Schnee und was auch immer schmilzt. Alles kaputt. Bams. Futschi Karte. Und Wespen. Ich mag keine Wespen. Stellen uns aus, Wespen. War ich ja schon mal drin? What the fuck ist das denn? Hallo? Oh mein Gott! Oh, ein Kunde? Aha! Ein kleiner Chinese. Gabora, bring unserem Kunden eine Tasse Kaffee. Flat, flat. So lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Hm. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder abgestumpft und somit seine neu gewonnene Schärfe verliert. Möchtest du dein Schwert für 100 Rubine schärfen lassen? Nein, danke. Oh, wirklich? Da kann man wohl nichts machen. Gabora, vergiss den Kaffee. Zwar ist es ein Geheimnis, aber pass auf. Bringst du mir etwas Goldstaub, kann ich dir das stärkste aller Schwerter machen. Es wird niemals stumpf, es ist wirklich stark, wahrlich.
Wo bekomme ich das her? Ich würde sagen, ich rede jetzt erstmal mit den Goronen. Und dann. Ja. Oder muss ich jetzt hochrollern? Was ist jetzt? Wow. Wow. What the hell? Ganz viele Wuschels haben mich angegriffen. Ah. Jetzt bin ich da. Bei dem Grabsteindingens. Ja, da muss ich ja nicht mehr hin. Kann ich ihn da runterrollen. Ein Loch. Ein roter Rubin. Okay, das mit den Feen, ehrlich gesagt, kotzt mich jetzt noch ein bisschen an. Aber die muss ich holen. Ich habe keine Wahl. Boah, er ist den Fluffels ausgewichen. Wasserschiefer am Kurfürstendamm. Wir wollen. Okay. Wir gehen mal wieder. Was macht das mit komischen Geräuschen? Da oben ist was. Oh, what the hell? Kleine Fische. Aber da ist eine Truhe und ich denke, da ist ein Herzteil dran. Und du auch? Wie komme ich da ran? Das interessiert mich eigentlich auch erstmal gar nicht. Da oben ist was, da gehe ich auch nochmal hin. Oh, das ist das Baby. Ah, Darmi. Jetzt, wo es wieder warm ist, geht es mir schon viel besser. Auch wenn mein Papi nicht hier ist, werde ich nicht mehr weinen. Jetzt, wo der Frühling gekommen ist, sollte auch das große Rennen beginnen. Aber gut. Ja. Wir haben einen versperrten Eingang. Da will ich nicht rennen. Und gerade hat der Frühling angefangen und ich war so aufgeregt. Und jetzt geht gar nichts mehr. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich will es sehen, ich will es sehen, ich will das Rennen sehen. Alles klar, du kannst das Rennen sehen, aber im nächsten Part. Der Part ist sowieso schon voll lang, er ist fast 15 Minuten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!